So, nachdem wir jetzt letzte Folge erfolgreich die Goblinwacht erledigt haben, samt alle Insassen, sollten wir uns jetzt neu ausrüsten, heilen und so weiter. Und dann in den verlassenen Tempel. Ja, Stufenanstieg ist drin. Zing, zing, zing. Sehr gut. Was haben wir da Schönes? Also, du mit deiner grünen Kette und den grünen komischen Spandex-Hosen. Bogen hast du schon 4. Schwerter. Ja, Lämmerschwert. Und möglichst demnächst Plattenrüstung und Schild. Du hast Bogen schon auf 4. Könntest Luft erhöhen. Und Wasser. Also einmal für den Eisstrahl und später für Blitzstrahl. Du hast keine Meditation. Was sollten wir auch noch ändern? Sechster Sinn und Falle, warte mal. Falle, die Fähigkeit, Fallen zu entschärfen, tritt automatisch in Aktion, wenn du eine Kiste oder einen Container öffnest. Ich denke mal, das sollte sie möglichst schnell erhöhen. Damit wir da nicht in Bedrängnis kommen. Ist mir auch schon fast wichtiger als die Angriffszauber, jedenfalls jetzt. So, ihr braucht Meditation. Meditation. Und du hast noch nicht eine Meditation. Ja, das ist nicht schön. Körper, Geist, spirituell jeweils einmal. Ja, haut hin. So. Also, Tempel. Das mit Krankheit heilen wird noch eine ganze Weile ein Problem sein, denke ich. Weil ich glaube, der Krankheitsheilzauber war recht hoch. Also Experte oder sogar Meister. Müssen wir mal gucken. Bolzen, Furcht verjagen, Nervenschock. Schwäche heilen. Fügt einer einzelnen Kreatur direkten magischen Schaden an. Bolzen richten 8 Schadenspunkte an, plus 1 bis 2 pro Fähigkeit in Körpermagie. Das klingt gut. Das kaufen wir mal. Präzision. Steigert vorübergehend das Attribut Geschick eines einzelnen Charakters um 10 Punkte plus 2 plus Fähigkeit wert. Steckt dann wahrscheinlich mit Segen, ja? Na komm, warum nicht? Furcht verjagen könnten wir schon haben. Ja, haben wir auch. Okay. Schutz vor Gift. Schutz vor Krankheit hätte ich gerne. Gift kann ich ganz schnell heilen. Nervenschock. Feuert ein Blitz schädlicher mentaler Gewalt auf das Nervenzentrum eines einzelnen Ziels ab. Das klingt schon mal sehr garstig. 5 Schadenspunkte plus 1 bis 2 pro Fähigkeitswert. Also ähnlich wie der Bolzen, nur kostet das hier weniger und macht auch weniger Schaden. Ja, nö. Oh ja, kein Krankheit heilen, Zauberspruch. Können wir nicht ändern. Und bei den Tränken war es ja auch nicht so einfach, wie ich dachte. Also es ist keiner der zweitstufigen Tränke. Also für mich ist eine Farbe und ein leeres Flasch Stufe 1 Trank. Wenn man zwei Stufe 1 Tränke mischt, wie zum Beispiel Rot und Gelb, kriegt man eine Stufe 2 Trank. Und davon ist keiner Krankheiten heilen. Und ich brauche unbedingt mehr Flaschen. Sieh dich ruhig um. Eine. Okay. Hallo, komm herein. Mehr essen. Einmal schlafen, weil wir es können. Vielleicht haben wir hier noch Flaschen. Geschlossen. Vielleicht haben wir jetzt hier Flaschen. Ja. Und komm, die hier kaufen wir auch mal auf. So, verkaufen. Haben wir ein bisschen was? Danke, komm bald wieder. Oh, und Kinkelilzchen gucken. Flammenzauberstab. 51 Ladung. 1000 Gold. Wäre eine Investition. Ich glaube, das mache ich sogar. Dann müssen wir nicht ganz so oft rausrennen und schlafen und so. Ja komm, du bist gekauft. Chaos, dann brauchen wir nicht. Resistenz wird gekauft, du wirst gekauft. Ein Flanellhut. Nein, wird auch nicht gekauft. So. Raus. Du bekommst einen Zauberstab. Und du wirst genau der gleiche Zauberstab sein, denke ich. Also bekommt sie den mal.
Okay. Was noch? Was noch? Was noch? Sie verkaufen. Siehst du eine Waffe? Den nicht. Bis bald. Die Waffen bitte nicht anfassen. Den. Ritterhandschuh des Charmes. Nee, bin ich zu geizig. So, also wir haben uns geheilt, wir haben ein, zwei Flaschen gekauft, wir haben unseren Stufenanstieg gemacht. Wir sollten Geld in die Bank bringen. Was kann ich für dich tun? Einzahlen, sagen wir mal 3500. Nur für den Fall, dass wir sterben. So, und jetzt im Nordwesten war das Ding. Also da so. Ja, hatten wir schon ein paar von den Kobras umgebracht? Ich glaube nicht. Oder? Doch, ein paar schon. Gucken wir einfach. Also, Rainer. Zauber. Präzision auf dich. Oh, der wird gar nicht richtig angezeigt. Hält 2 Stunden. Macht 14 mehr Geschick. So bestimmt gut was ausmachen. Aber ich hätte trotzdem noch ganz gerne Segen dazu. Ja, jetzt geht das schon los mit dem Waffen, das eine halbe Ewigkeit dauert. Das wird noch viel schlimmer, keine Sorge. Königsopa. Ja, halten richtig gut was aus. Wow. Okay, die eine ist wenigstens tot. So, rundenbasierend. Zaubern. Das sollte eigentlich der Zauberstab sein. Sehr komisch. Ich teste mal ganz kurz du. Ich drücke Q für Attack. Warte mal. Ach, das ist vielleicht kein Feuerstab, sondern ein Spiritbolzen. Also Geistbolzen. Zauberstab. Okay. Blöden wir erstmal kurz das Ding. Da sind ja noch viel mehr. Ich dachte, das wären die 2 Königsgruppas. Können mich doch nicht einfach so erschrecken, verdammt Viecher. So, noch eine Königsgruppa. Und Gift. Gift ist so. Yeah, rundenbasieren. Heilen dich. K.O. unvergiftet. Jo. Okay, wir brauchen Blau und Rot macht Gift heilen. Dann brauchen wir noch eine Heilung. Und Licht. Dankeschön. So, da. Also ich habe irgendwie lieber gegen Goblins und die anderen gekämpft, als hier alle 5 Sekunden vergiftet zu werden. Ja, es sind nämlich schon wieder 2 Tränke. So. Also Gift heilen auch sehr weit oben auf der Prioritätenliste. Noch eine Tür. Wir haben keine Zauberpunkte, wir haben fast keine Lebenspunkte. Ich glaube, ich mache mal einen taktischen Rückzug. Am Eingang werde ich noch nicht schlafen können. Nee. Aber hier. Du, Auge, du, Segen auf ihn. Segen auf sie. Und jetzt gucken wir mal, was hinter dir ist. Spinnen. Die sind neu. Aber die sind okay. Die halten nicht viel aus. Die halten echt nicht viel aus. Oh, noch ein Zauberstab. Kenn ich nicht. Kennst du auch nicht. Wir brauchen unbedingt erkennen, Experte. Allgemein brauchen wir ziemlich viele Skills. Allein für Gerugon schon Schild und Platte und
vielleicht noch Axt. Für die Zauber, die es noch nicht haben, Meditation. Und das der Möglichkeit auf Expertenrang und jeder Bogen und ja. Dafür könnte ein bisschen Gold draufgehen. Du. Nee, nicht du. Du Fackellicht. Du Präzision. Oh, da kommt Kobras von der Decke gesprungen. Was zur Hölle? Ja, also ein Stab Feuerpfeile, ein Stab Geistpfeile, die nicht garantiert treffen. Weil die Zauber halt nicht garantiert treffen. Da hätten wir wesentlich besseres kriegen können für 1000 Goldmünzen, denke ich. Wobei es einigermaßen klappt, komischerweise. Weil wenn wir selber die Sprüche sprechen, dann trifft einer von vieren vielleicht. Aber wer weiß, was für einen hohen Feuerwert ein Feuerstab hat. Wird ja nicht vom Char genommen. Ein Sack mit Beeren. Kenn ich nicht. Kennst du nicht? Leerer Eimer. Oh, eine Plattenrüstung für Gerogon. Orange ist für dich. Ich hab's. Und der Kandelaber, den wir holen sollten. Aha. Kommst Aha. weg. Kommst Aha. weg. Kommst weg. Aha. Talana ist in jedem Spiel nervig, was die Aussagen angeht. Aber wenigstens ist das Aha ein bisschen kürzer. Aha. Und es alterniert zwischen Aha und A. So, was haben wir da? Kenn ich nicht. Genau, das kann weg. Kenn ich nicht. Kenn ich nicht. Nichts Neues, okay. Den können wir schon mal zu Kirogon legen. Der kann weg. Ja. Und der Eingang ist frei. Das heißt, wir könnten uns jetzt jederzeit hierher zurückziehen zum Schlafen. Das ist schon mal sehr gut. Aber wir wollen töten. Und zwar eine Spinnenkönigin. Und wir wollen ein kleines Mädchen befreien. Na komm. Es sind noch Fledermäuse. Richtig. Und sie sollte die looten. Weil sie hat eine höhere Chance, Ringe in denen zu finden. Wie auch immer Ringe in Fledermäuse kommen. Riesenfledermaus. Ja, Fledermäuse waren garstig wegen den Krankheiten verteilen. Wobei ich mir ziemlich sicher bin, dass nur die Vampirfledermäuse das machen. Wie im echten Leben halt auch. Also die, wenn sie mal Tiere beißen und so, die haben sehr viele Krankheitsherde in ihrem Speichel. Oh, weg, 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 weg. Sing, sing. Komm. Wir fliehen vor Fledermäusen. Wir schreien um Hilfe vor Fledermäusen. Geh mal, geh mal, geh mal, geh mal. So. Jetzt schreien wir hinter Fledermäusen hinterher. Nein, wir laufen weiter zurück. Da. Licht ist schon wieder aus, ne? Du Licht? Fackellicht. Es ist nicht so besonders hell und kommt auch nicht besonders weiter. Heilung auf dich. Magisches Auge ist auch aus und da explodiert irgendwas. Ich sehe Spinnen, ich sehe Flattermäuse. Und da hinten zum Funken Gestöber. Oh, das ist die Spinne. Jo. Mirere. Und eine weniger. Na komm, flatter nicht so viel hin und her. Schwer euch zu treffen. Oh, eine Riesenspinne. Jo. Die Namenswahl ist da doch recht passend. So eine große Spinne will ich nicht sehen in meinem Zimmer.